Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Heute ist es ein sehr, sehr früher Morgen. Ob der gut ist, wird sich zeigen. Ich fühle mich gerade alles andere als gut, denn es ist jetzt kurz nach 5. Wir sind seit kurz vor 4:30 wach und ich fühle mich dementsprechend. Ja, die Nacht war für die Mausi beendet, aber die war halt gestern Abend auch wirklich schon früh im Bett und ja, somit war sie jetzt eben ausgeschlafen bzw. hatte Hunger. Jetzt pennt sie mir gerade hier im Hochstuhl weg und deswegen habe ich uns hier schon eine Kuschelwiese hergerichtet und ja, da werden wir uns jetzt gleich hinlegen und versuchen noch vielleicht 2 Stündchen zu schlafen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Denn wie man sieht, bin ich noch nicht startklar für den Tag. Also mir fällt es schwer, gerade wach zu bleiben und mich aufs Reden zu konzentrieren. Aber ich glaube, das ist Nörgeln auf hohem Niveau, was ich hier mache. Denn ich habe es ja wirklich gut mit Mila und andere Mütter haben da mit ganz anderen Schlafzeiten zu kämpfen. Deswegen werde ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Nur so viel, dass ich halt noch müde bin, so. Und wir, wie gesagt, gleich nochmal versuchen, 1-2 Stündchen zu schlafen. Aber ich wollte hiermit auf jeden Fall schon mal den Vlog eröffnen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich nehme euch wieder mit durch den Tag, wie jeden Montag. Und ja, los geht's. Und die Mausi schläft doch noch nicht. Aber hält sich gut fest, ne? Ja? Grinsebacke, hm? Wackelt hier schön mit ihren Füßlein. Was ist los, Mäuschen? Ha? Da freut sich jemand. Wollen wir noch mal 1-2 Stündchen schlafen? Ja, und deswegen werden wir uns jetzt mal auf die Couch begeben und ich melde mich einfach später wieder. So, wir melden uns zurück mit einer wunderbaren Gesichtsmaske, denn ich mache mich jetzt langsam fertig, denn wenn Julian nachher aufwacht oder gleich oder noch immer zur Spätschicht, dann muss ich nochmal eben fix einkaufen gehen, denn mit ihr möchte ich das irgendwie nicht machen, denn das sind doch ein paar Teile. Und ja, sie ist jetzt auch gerade aufgewacht, wir haben jetzt noch gute 2 Stunden geschlafen, das war auch echt nötig und so kann man auf jeden Fall den Tag starten. Kleine Mausi, gerade erwacht. Hm? Hast du nicht schön geschlummert? Ja. Hm? Erstmal strecken, ne? Ja. Oh. Der Schlafanzug hier von 19's Family ist ja echt niedlich, aber mit den Füßen ist das echt immer ein Problem. Wenn sie den echt lange anhat, dann strampelt sie sich hier in der Nacht immer frei und kommt hier mit den Füßen raus, sodass sie dann am Morgen immer nackte Beinchen hat. Ne? Weil du so eine wilde Strampelmaus bist. Die wilde Strampelmaus. Ja. Ich werde die Maske jetzt eben 20 Minuten einziehen lassen und in der Zwischenzeit mache ich dann schon mal die Mausi fertig und dann kann die Maske ab und dann kann gefrühstückt werden. I lose my breath whenever. Du bist fertig. Ja. Na, und jetzt gibt es deine zweite Flasche, mein Schatz. Puppe, was hast du zu sagen? Ich bin auf jeden Fall jetzt vom Einkaufen zurück und in der Zwischenzeit hat Julian sich mit der Kleinen beschäftigt, aber die ist momentan noch nicht so gut drauf. Es schwankt, ne? Ja. Und jetzt ist nochmal eben ein Windelwechsel angesagt und dann frühstücken wir auf jeden Fall. Es ist jetzt schon gleich 12:30 und ja. Wir frühstücken etwas spät heute, würde ich sagen. Aber ich habe dafür frische Brötchen geholt und lecker Aufstrich. Und ja, ich freue mich gleich. Aber erstmal wollen wir dich eben trocken legen, ne, Puppe? Was träumst du? Hm? Hallo? Die träumt.
von was auch immer. Wie ihr seht, Mila hat übrigens einen neuen Pullover an, denn den anderen hat sie, glaube ich, nach 5 Minuten schon vollgespuckt, ne? Ja. Ja, ist okay. So, und ja, kommst jetzt in den Hochstuhl, dann kannst du Mama und Papa beim Frühstück zugucken. I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me. Na, schmeckt, Mäuschen? Schmeckt? Ihr kriegst noch mehr, keine Sorge. Du siehst aus. Ja. Toll machst du das. Machst du denn richtig den Mund auf? Ich werde jetzt übrigens die Verlosung machen und mache das wieder hier mit diesem Zufallsgenerator, weil ja wieder super viele von euch mitgemacht haben und mich dazu entscheiden, würde mir doch etwas schwer fallen und deswegen lasse ich einfach den Zufallsgenerator entscheiden. Mila Maus ist auch dabei. Die möchte nämlich nicht allein in ihrem Hochstuhl sitzen oder irgendwo anders liegen. Und deswegen werden wir jetzt mal zusammen das Gewinnspiel machen, ne? Gucken, wer gewonnen hat. Dann wollen wir mal schauen. Wollen wir erstmal die ganzen Kommentare laden. Und es sind einige. 408 Kommentare. Leute, ich bin so verplant. Total dämlich. Ich wollte gerade, oder ich habe ja gerade das Gewinnspiel ausgelost. Jetzt kommst aber du. Verkünde die nächste Gewinnerin. Maria Trademann. Hey. So, das schreiben wir auch auf. Und ich wollte eigentlich wie beim letzten Mal auch eine Bildschirmaufnahme machen und halt hier zur Kamera reden. Und ich rede und rede und rede hier und erzähle, wer die ganzen Gewinner sind. Und hatte halt im Hinterkopf, dass ich dann halt, dass ich den Bildschirm quasi geteilt habe, dass man sieht, wen ich auslose und ihr auch uns seht. Und habe ich irgendwann gemerkt, als ich fertig war, ich habe die Bildschirmaufnahme gar nicht gemacht. Richtig doof. Da ich jetzt aber nicht nochmal auslosen möchte, da ich das dann auch irgendwie unfair fände. Ja, Mäuschen. Und ich habe mir halt zum Glück die Gewinner auch nochmal extra auf den Zettel geschrieben, da ich ja 5 hintereinander direkt ausgelost habe und dann könnte ich mir die ja so oder so nicht merken. Und deswegen jetzt nochmal die Gewinner. Ich werde euch versuchen zu kontaktieren und ihr könnt auch gerne versuchen, mich zu kontaktieren, mir entweder hier bei YouTube eine Nachricht zu schreiben oder ansonsten auch eine E-Mail. Aber wie gesagt, ich werde auch versuchen, euch unter den 400 Kommentaren zu finden und euch bei YouTube direkt eine... Ja. Euch eine Nachricht zu schreiben. So. Jetzt wollen wir mal die Gewinner verkünden. Ja. So. Erste Gewinnerin ist Vivien Mö. Dann haben wir Maria Trademann ausgelost. Dann Madeleine Degen. Anna Linne. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Anna Linne. Und Ina Wurfel. Wurfel, nicht Würfel? Ina Wurfel. Ihr habt, wie gesagt, 2 Dosen von Smackit gewonnen. Und ich, wie eben schon gesagt, ich werde euch versuchen zu kontaktieren. Ich muss eben zu Ende sprechen, Mucki. Und dann dürft ihr euch schon mal 2 Dosen eurer Wahl aussuchen von der Smackit-Seite. Und mein Favorit ist, wie gesagt, der grüne Tee Südfrucht von allen, die ich bisher getrunken habe. Und ich durfte jetzt nochmal den rote Beere, den Früchtetee probieren. Und der ist auch richtig lecker. Also ich mag Früchtetee sehr gerne und der ist grandios.
Und nun werde ich eben nochmal schnell nachgucken und dann werde ich euch den Rabattcode nochmal eben sagen. Der Rabattcode heißt SMACKIT33%. Ich werde ihn euch hier irgendwo einblenden und ansonsten auch nochmal in die Infobox schreiben. Und damit können die ersten 33 Leute, die bestellen, 33% sparen ab einem Bestellwert von 15 Euro. Und, ja, und gültig ist er bis zum 28.02. Das ist der Rabattcode und wie gesagt, ich werde euch einfach nochmal in die Infobox schreiben. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Und wir beiden Stinker müssen sehen, dass wir jetzt rauskommen, ne? Mila wird nämlich langsam ein bisschen quengeliger und unruhiger. Ich glaube, ich habe Zeit für den Mittagsschlaf, ja. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal nach draußen gehen mit Bruno, ne? Ja. Dieser Dschungel ist echt Gold wert, ne? Also wenn ich mich mal eben umziehen will oder irgendwas, dann kann ich sie drunter legen und sie beschäftigt sich mehr oder weniger. Aber das geht auf jeden Fall sehr gut. Denn ich muss mich jetzt auch mal eben für den Spaziergang umziehen. Und ja, dann geht's raus. Und dann melde ich mich danach auf jeden Fall wieder. Wir sind zurück vom Spaziergang und Mila liegt gerade noch in ihrem Bettchen, weil ich zum einen dachte, vielleicht schläft sie doch noch ein bisschen weiter und ich wollte hier in der Wohnung nochmal eben lüften und dann ist es im Wohnzimmer und in der Küche, weil die Zimmer ja gegenüber liegen und ich dann quasi einmal auch Durchzug mache. Da ist es dann wirklich immer sehr kalt. Ne? Deswegen habe ich dich ausquartiert. Hier, freust du dich? Ist die frische Luft dir gut getan, wa? Guckst du hier schön dein Mobilier an? Ja? Ja, das ist das Ding, wenn man Karottenbrei füttert, ne? Ja. Mama hat's auch schön warm abbekommen. Ja, pfui, ne? Aber muss man... Oh, nee. Ja, das muss ich jetzt erstmal schnell machen. Ich glaube, das war jetzt Milas dritter oder vierter Outfitwechsel heute. Ich glaube, der vierte. Auf jeden Fall liegt da schon wieder ein Haufen Wäsche und ich glaube, ich werde nachher noch die Wäsche anstellen. Sie liegt jetzt gerade wieder unter ihrem Dschungel. Das gefällt ihr da auch echt gut. Ich hoffe, ihr versteht mich gerade übrigens wegen dem Dschungel. Ich habe sie hier gerade umgezogen und ja, nun finde ich diese zweite Socke nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich sie auf dem Wickeltisch liegen habe, sie umziehe und der Socken verschwindet. Gefunden! Ich habe gerade nämlich hier das Ding... Muss ich wechseln, die Wickelunterlage. Und darunter lag die Socke, wie auch immer sie denn gekommen ist. Ja, während Mila jetzt unter dem Dschungel liegt, werde ich versuchen, in der Küche ein wenig aufzuräumen. Ich werde nicht alles schaffen, aber man kann ja schon mal anfangen. Oh, Spielzeug ohne Ende. Die Rassel, die sie jetzt gerade in der Hand hat, die haben wir am Freitag oder Samstag, habe ich das Paket aus der Packstation geholt. Also von einer ganz, ganz lieben Zuschauerin. Danke nochmal dafür. Und total niedlich. Ja. So eine Rassel in grau. Rosa steht Mila. Und dann steht hier, wenn aus Liebe leben wird. Ja, Mäuschen. Hier, kannst du wieder haben. Wow! Hier, die? Den Ball? Die Rasse? Das Schnuffeltuch. Ah, Schnuffel, Schnuffel, Schnuffel. Ja, die Nase schmeckt besonders gut, ne? Was ich euch aber jetzt noch eben zeigen wollte, zu dieser Rassel hier passend, hier willst du die doch noch nehmen, kam nämlich auch noch eine Schnullerkette. Total süß. Aha.
Du bist eine, du pfefferst hier das Spielzeug durch die Gegend. Ich glaub's ja nicht. So, also kam auf jeden Fall hier so eine Schnullerkette an. Total niedlich. Willst du was vom Spielzeug nehmen? Hier. Ja, was willst du? Greifarm Mila. Super! Boing. Was fallen gelassen? Was willst du haben? Die Rasse? Probier mal. Oh, komm, schnapp sie dir. Ja, los, komm. Ja. Ja, los. So knapp. Komm her. Ja! Oh, das war knapp, ne? Willst du nochmal probieren? Moment. Da. Da. Schnapp sie dir. Oh Mensch, so knapp. Jetzt aber nochmal. Ja, los. Ja, super Mäuschen. Toll. Huh? Super. Und diese zwei schönen Stücke sind von Jasmins Perlenoase. Also heißt, glaube ich, auch genauso auf Facebook, wenn ihr bestellen wollt. Ich packe euch das einfach mal in die Infobox, weil wie ihr wisst, ich verlinke gern Shops, die ich irgendwie gut finde oder die halt so individuelle Sachen machen. Und ja, die Sachen gefallen mir wirklich sehr gut und sie liebt die Rassel. Gefühlt 3 Stunden später, aber ich glaube, es sind nur 1,5 Stunden später. Ja, Mila ist gerade überhaupt nicht gut drauf und ich habe irgendwie Kopfschmerzen des Todes. Ja, machst du Mama schön die Kapuze auf? Ja, jetzt nicht schon wieder Weinmäuschen. Haben uns gerade so schön eingekriegt. Ha? Ja. Ja, ich krieg echt voll Migräne gerade. Ich habe gedacht, das geht wieder weg. Man muss ja optimistisch denken. Ich hatte seit heute Morgen schon so unterschwellig Kopfschmerzen und manchmal bleibt es halt dabei und manchmal eben nicht. Und ja, du ziehst Mama schön das auf. Toll machst du das, super. Ich werde den Vlog jetzt aber auch beenden, denn ich habe wirklich dolle Kopfschmerzen und ja, sie ist jetzt gerade ruhig, aber eben war hier laut Gebrüll, warum auch immer. Na? Und deswegen kann und mag ich mich nicht Kind und Kamera und anderen Sachen widmen, sondern eben dann nur Kind und irgendwie meinen Kopfschmerzen, dass ich die Zeit, die ich habe oder den Moment nutzen, in den ich mich mal vielleicht kurz hinsetzen oder hinlegen kann. Und deswegen ja, beende ich den Vlog hiermit. Da ich für Freitag noch nicht hundertprozentig weiß, was ich für ein Video machen möchte, ja, das war den Schnuller, ne? Kann es auch sein, dass am Freitag nochmal eine Vlog online kommt. Also ich werde einfach mal schauen. Lasst euch überraschen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.